Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Jo, wir sind hier auf Feindesgebiet bei den Wardur und wir möchten hier unser, ja, so komisch es sich auch anhört, wir möchten hier unser Weltwunder errichten. In dem Gebiet des Feindes, dazu immer noch das Dorfzentrum da unten plätten. Und dann bauen wir hier oben schon mal unser Dorfzentrum, unser Weltwunder auf. Aha, ihr braucht, verstehe, mehr Nahrung. Bitteschön. Bitte sehr. Kriegt schnell neue Felder. So. Aha, Felder und Holz, genau. Ihr marschiert bitte hier rauf zur Verstärkung. So. Schön plätten hier. Das Dorfzentrum da unten muss auf jeden Fall weg, das ist ganz, ganz wichtig. So, neues Feld. Für dich dann auch ein neues Feld. Perfekt. Gut. Das heißt dann aber auch, dass wir halt versuchen müssen, an Ressourcen zu kommen. Boom, kaputt ist er. Ja. So. Na fein. Gut. Da schauen wir mal. Was kostet denn so ein Weltwunder eigentlich? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 1000 Holz und 1000 Gold und 1000 Stein. Okay, da brauchen wir recht viel Holz noch. Ja. Gold brauchen wir auch noch ein bisschen. Ihr zwei tut's Nasenbohren, das mag ich nicht. Ihr tut's bitte beim Holz mithelfen. Wobei ich hier schon... Ja, natürlich, es fehlt Holz. Ich werde hier auch gleich ein Holzfällerlager herbauen. Wir nicht zu weit laufen müssen. Was ist los da oben? Da kriegen schon ein paar einen Anfall. Na los, ihr könnt ruhig helfen. Ihr müsstet warten, bis die Zeit vergeht. Perfekt. Ihr könnt euch hier, ne, den Marktplatz vorknöpfen. Oder ihr macht hier das Tor kaputt. Ihr haut es einfach mal ein bisschen ab. So, ja. Einfach da mal plätten, so ist schön. Na, würde ich hier bitte jetzt abhebeln. Geht ja. Mönche und so haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Die sind passiert. Die sind, glaube ich, bei uns. Die sind, glaube ich, draufgegangen. Ist aber nicht so schlimm. Ja, einfach schön mal kaputt machen. Gut, wir verkaufen mal ein bisschen Nahrung. Und ich würde sagen, wir kaufen auch gleich ein bisschen Holz ein. Perfekt. Und ihr baut das Weltwunder. Würde ich gleich mal vorschlagen. Da oben einfach. Da ist so schön her. Und ihr geht es beschützen. Ganz klar. Ihr geht es einfach beschützen. Ich stelle es euch mal da oben hin. Ich werde jetzt auch trotzdem ein paar Mönche erstellen. Ja, okay, ein. Besser einer als keiner. Nein. So. Können wir noch ein bisschen Essen verkaufen. So, ja. Hier geht's auch darauf. So. Ihr beschützt das alles da oben. Fertig. So. Ihr baut schön das Weltwunder. Ich denke, ich werde gleich alle Dorfbewohner abziehen. Das wird, glaube ich, das Beste sein. Und
alle rauf da. Damit es schneller geht. Ja. So. Das ich soll. Und ihr geht's auch damit rauf. Ding dong. Denn das Weltwunder braucht seine Zeit, bis es nämlich fertig ist. So. Da schießt es doch weg. Null Reichweite. So. Ich denke mal, ich werde die Einheiten gleich darauf platzieren lassen. So. Da kommt die ganze Armee von Dorfbewohnern. Die werden das jetzt schon richten. So, ja. Ihr stellt euch einfach schön hier auf und beschützt das Ganze. Ja, ja, ja. Oh yeah. So. Jawohl, jetzt geht was weiter. Geht schon gleich mal Vollgas. Na los, du darfst doch helfen. Du darfst auch helfen. Komm her da. So, und helfen. Passt. Sehr schön, jetzt geht was weiter. Denn die Aufgabe ist ja ein Weltwunder, das wir bauen sollen. Badur, das passt. Da geht jetzt was weiter. So, stellt sich vielleicht da oben hin, nicht dass dann Leute kommen und mein Mönch angreifen und ihn dann noch umbringen, das wäre nicht so schön. So, jetzt kann er seines Amtes walten. Ja, ja, die Hälfte haben wir schon fast erreicht, da können wir jetzt eigentlich zuschauen. Weil da unten dürfte hoffentlich eh nicht mehr viel passieren. So muss das ausschauen. Ich stelle euch mal ein Bild hier rüber, damit der Mönch da leichter ran kann. Jawohl! Und fast die Hälfte geschafft. Da wird fleißig gearbeitet. Gibt es noch jemanden, der arbeitssuchend ist? Nein. Oder der über irgendwo arbeitet, als Dorfbewohner halt? Nein. Die sind alle im Dienst, das passt schon. Alles klar. Das passt schon so. Die machen das schon super. So, ja. Und die Hälfte ist geschafft. Jetzt hoffen wir halt das Beste. Aha. Genau. So, ja. Arbeit ist nur schon fleißig. So, ja. 60% sind erreicht. Bam, 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 bam. Alle hopp, geht schon. Gleich platt machen, sehr schön. Ja. Und wieder zurück in Reihe und Glied. Und wir sind bei 70%, jawohl. Jawohl, und da wird fleißig geheilt. Schön, ja, es dauert jetzt ein bisschen, ne? Können wir dabei nur zuschauen beim Weltwunderbau. Ja. Dafür geht es ja recht zügig voran. Aber wenn du denkst, ne, vom Heinrich bin ich schon sehr enttäuscht. Muss ich echt sagen. Wahrscheinlich müssen wir den Deppen auch noch besiegen. Mich würde es ja nicht wundern. Aber sowas Gemeines, ne? Ich hoffe nur, dass das auch stimmt, was wir hier machen. Und gleich haben wir es geschafft. So, ein paar Sekündchen noch. Und dann steht unser Weltwunder.
Was für ein Wunder. Oha. Soll der Lombardbund doch die Macht des heiligen römischen Kaisers zu spüren bekommen? Ja, gewonnen. Sehr schön. Was für eine schöne, ich glaube, Kathedrale, ne? Perfekt. Dann können wir das laufende Spiel schon beenden. Jojo. Heinrich der Löwe wurde sofort nach England verbannt. So war er von seinem Reichtum und seinem Heer getrennt und konnte nicht mehr viel unternehmen, um Barbarossa zu quälen. Nach 6 Feldzügen in Italien war Barbarossa des Überquerens der Alpen überdrüssig. Die Kämpfe endeten mit der Unterzeichnung des Friedens von Konstanz, wobei Kaiser und Papst ausdrücklich gleichgestellt wurden. Es war nur ein zerbrechlicher Frieden, dessen Dauer durch den plötzlichen Tod des Papstes noch zweifelhafter erschien. Der neue Papst war mehr an den Ereignissen weiter im Süden interessiert, als an einem Streit mit dem Kaiser. Denn dort waren die Europäer aus dem Heiligen Land vertrieben worden. Es war Zeit für einen weiteren Kreuzzug. Aha. Hervorragend. Okay, perfekt. Haben uns gar nicht so schlecht geschlagen, ne? Wie man da so statistisch mäßig da das sehen kann, alles gut. Okay, also dann, ne? Kapitel 5. Barbarossas Feldzug. Das Heilige Römische Reich war nun vollständig und Deutschland und Italien schworen Barbarossa Lehnstreue. Leider sollte der Frieden nicht von Dauer sein. Die Kreuzfahrerstaaten in Palästina brachen auseinander. Ein sarazenischer König mit Namen Saladin hatte jeden Kreuzfahrer buchstäblich aus seiner Festung verwiesen. Der Papst rief zu einem neuen Kreuzzug auf, bevor das Heilige Land wieder unter sarazenische Herrschaft fiel. Bemerkenswert ist, dass Barbarossa sich einverstanden erklärte, den neuen Kreuzzug für einen Papst durchzuführen, gegen den er so hart gekämpft hatte. König Philipp von Frankreich und Richard Löwenherz hatten bereits Schiffe in den Nahen Osten geschickt. Barbarossas Heer war jedoch das größte seiner Art und keine europäische Flotte hätte es transportieren können. Der Kaiser musste über Land nach Konstantinopel und durch das Land der Türken marschieren, um zu seiner Verabredung in Jerusalem zu gelangen. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und eine der herrlichsten Städte der Welt. Barbarossas Heer ruhte sich in Byzanz aus und wurde dort mit Proviant versorgt, bevor es seinen langen Marsch begann. Hervorragend. Was ist denn unser neues Ziel? Wenigstens 10 Soldaten müssen überleben, um das Lager der Johanniter zu erreichen. Aha. Der Hinweis oder die Hinweise. Es gibt für eine Landung auf der anatolischen Halbinsel nur wenige sichere Stellen. Unmittelbar gegenüber vom Konstantinopel ist eine der sichersten Landungsmöglichkeiten. Zerstören Sie keine feindlichen Schiffe, die Sie vielleicht brauchen könnten. Sie werden bald keine eigenen mehr bauen können. Rücken Sie langsam vor, spähen Sie nach vorn und schützen Sie Ihre Belagerungswaffen und Mönche. Ah, wir müssen das Marmara-Meer überqueren, um in das Heilige Land zu gelangen. Es gibt 2 Orte, an denen wir Schiffe unter unsere Kontrolle bringen können. Der leicht einnehmbare Hafen von Gallipoli oder die gut befestigte Stadt Konstantinopel. Mhm. Na toll. Dann probieren wir es mal mit geradeaus, ne? Ich lasse mal die Speer vor. Konstantinopel, okay. Feindlich, halt. Jetzt ist die Frage, greift er uns schon an? Irgendwie, ja. Ich fürchte, wir hätten das bekehren müssen. Ein verlassenes Haus? Nein, ein sarazenischer Hinterhalt. Aha. Okay. Dann würde ich vorschlagen, ich nehme die Paladine mal mit. Die sind schneller, die können das da besser. Eure kaiserliche Majestät, so. Wenn wir die byzantinische Flotte für uns einsetzen wollen, dann müssen wir Konstantinopel angreifen. Aha. Kommt wahrscheinlich gleich die Mitteilung, wenn wir die anderen gerne als Freund hätten, müssen wir halt das andere Dorf dann angreifen, ne? Ja. Oder? Nicht? Die lassen wir ein bisschen im Hintergrund.
los, geht sterben. Passt. Das arme Häuschen ist kaputt. Passt. Dann die lieben Mönche. Die brauchen wir noch, die müssen da gleich wieder heilen. Und die Belagerungswaffen, die rollen einfach mal gemütlich hierher, würde ich sagen. Da so. Ungefähr hier so her. Das war. So. Ja. Boah, hoffentlich kriegen wir das hin, ne? Da kommt die schon angestampft. So. Kommt's nur. Da watscheln sie daher, die Mönche. Könnt ihr gleich mit dem Heilen beginnen. Und dann marschieren wir weiter. Ich hätte gleich alles mit Sack und Pack da auf einmal anvisieren sollen und hierher begleiten sozusagen. So, ja. Schnell ein bisschen heilen. So ist fein. Weil die Paladine sind halt uns eine unserer stärksten Waffen, sag ich mal. Die halten viel aus, machen viel Schaden. Da wäre gut, wenn wir die nicht verlieren. Fertig? Passt. Dann gehen wir weiter. Nein, warte, das war jetzt dumm von mir. Die Drehböcke muss ich natürlich irgendwie außen vor weglassen. So, aber ihr dürft's alle da, ne? Spaß haben ein bisschen. Komm, mit werte Freund. Ne, geht's hier nicht aus. Boah, ey, ne? Jetzt hat der arme Mönch da aber schön eine aufs Goschen gekriegt. Sind's noch drei? Eins, zwei. Oh, ein Mönch ist schon verstorben, so wie es ausschaut. Großartig. Das wollte ich aber nicht haben. So, dann gehen wir mal vorsichtig weiter. Ja. So, immer schön in die Richtung. Aha. Dass ich soll. Da haben wir die nächsten. So. Obwohl, es sind die drei Mönche. Da, da ist der Kerl. Dass ich soll. So. So, immer schön fest drauf. Die Mönche haben keine Chance, den Kerl zu bekehren. Kommt, ihr schafft es. Oder auch nicht. Ja, ja, bringt's nur. Ja, so ist super, ne? Alter, du bist weg da. Ja, bist du gescheit. Schnell heilen euch gegenseitig, bitte. Ist ja unfassbar. So, hier dann. Die können auch schon mal langsam nachholen. So, ja. Schön heilen. Ist ja unfassbar, ne? Na, hopp, hopp. Das könnte auch ein bisschen schneller gehen. Ja, schön langsam wird's. Die kommen auch schon nach. Passt, können wir weitergehen. Na, bitte alle anvisieren. Aha, zwei bleiben über. Okay, wenn wir zu viele Leute sind. So. Dann könnt ihr eigentlich streng gesehen einmal vorgaloppieren. Aha, langsam. Zurück. Hey, zurück. Zurück, ihr bleibt auch da stehen. Nur ihr drei. Macht den Turm da platt. Und ihr versucht das hier platt zu machen. In zwei Grüppchen. Perfekt. Bin zurück. So, Angriff. So. Ihr dürft euch wieder zusammenbauen. Boah, ne? Das ist ein schönes Stück Arbeit, bis wir da oben sind. So, wieder ein Stückchen weitergehen. Aber es schaut trotz allem nicht schlecht aus.
komme ja trotzdem recht gut voran. So. Bararam. Bararam. Bam. Bararam. 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 Bam. Bararam. Ihr könnt es auch schon mal nachrollen. Da drüben haben wir noch so ein Opfer. Stipp weg. Stipp, 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 stipp. Passt. Sehr fein. Und weiter geht's. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Dann können wir den Part beenden. Weil es ist schon wieder so spät. Oh yeah. Oh yeah. So, das erste Törfchen, wenn man das so will, haben wir dann schon erreicht. Willkommen in Gallipoli, eure kaiserliche Hoheit. So. Bitte. Natürlich könnt ihr unsere Transportmittel benutzen, mein Herr und Kaiser. Aber ich befürchte, dass in der Ägäis sarazenische Kriegsschiffe verkehren. Ihr könntet viele Männer verlieren. Okay, und dann? Und jetzt? Müssen wir quasi beladen. Nur ein Teil vielleicht, ne? Oder, oder einzelne Schiffchen mal vorschicken, oder wie? Und schauen, wie wir da am besten vorbeikommen an dem Ganzen. Oder wie? Schau mal, ein Schiff können wir ja zur Not opfern, das ist ja nicht so tragisch. Aber wir müssen halt schauen, wie wir da am besten jetzt weiterkommen, ne? Ob man sich da irgendwie an unser Ziel schleichen kann, ne? Wahrscheinlich über Umwege geht's ganz sicher. So, schnell kehrt Marsch. So, schnell weg damit. Aha, wo kommen wir hier hin? Würde es hier dann zu Fuß weitergehen? Ach, das schaut eher aus, als wenn es ein Hafen wäre. Mehr nicht. Aber trotzdem sicher. Zumindest sicher. Wie lange ist es her, dass wir auf dieser Insel gestrandet sind? Meine Achsen sehen sich nach einem sarazenischen Hals. Alles klar. Und wer bist du eigentlich? Heise? Ja. Gibt's da einen Heise? Ja. Wo willst du hin? Du sollst da weiterfahren, ne? Könnt ihr da nicht was machen? Boah, ne? Okay, wir hätten gleich abhauen sollen. Wir hätten sofort jetzt abhauen müssen. Ja, das muss man halt auch erstmal wissen, ne? Mit dem Schiffchen töten. So, immer schön Schiffchen kaputt machen. Immer schön Schiffchen kaputt machen. Jawohl. Da drüben haben wir auch noch eins. So, ihr haut's mal mit ab. Perfekt. Da drüben haben wir auch noch welche. Kommt ihr noch ran? Einer vielleicht. Oh. Ah, der kommt ran. Perfekt. Sehr schön. Wie schaut es jetzt da unten aus? Okay. Nicht so besonders. Dann laden wir da mal ein. Müssen wir vielleicht schauen, dass wir stückelweise quasi vorankommen, ne? So, rein mit dir. Perfekt. Da gibt es halt keinen Weg nach oben, ne? Das ist halt echt die Frage. Haben wir den Angriff jetzt überlebt? Ich hoffe doch sehr. So, wieder einpacken. Ich denke mal, wir beladen die Schiffchen.
So, wo ist jetzt das eine Transportschiff da? Ich werde nur mit einem leeren Transportschiff fahren, glaube ich. Das wird am gescheitesten sein. Ich werde einfach hier mal ausleeren und versuchen, dann im nächsten Part hier irgendwie runterzukommen. Na fein. So, wir sterben, du blödes Schiff. Sehr unfassbar. So, du auch. Was? Schon geschafft. Muss ich dabei verlassen, damit die mithelfen, da alles zu verteidigen. Oh, warte mal. Ihr drei seid besser einsetzbar. Und zwar, wenn sie den Tag blättert. Mhm. Kommst du her? Ja. Der reicht dann sogar. Boom. Ha. Schön. So, bitte. Hier fahren. Dann einfach Schaden auf den Ding da machen. Na, fein. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir im nächsten Part uns ein bisschen das Meer hier anschauen, wo wir am besten fahren können oder wie wir am besten fahren können, um unsere Einheiten sicher hierher zu bringen. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!